Das Neubrandenburger Unternehmen Atelier Doro Hochzeits- und Galamoden lud am 22. Februar 2015 zur inzwischen 9. eigenen Hochzeitsgala ein. Im stilvollen Ambiente von Schloss Rattay stand alles im Zeichen des schönsten Tages im Leben. Verschiedenste Unternehmen präsentierten ihre Angebote und Leistungen. Bei Flora Total drehte sich alles rund um Hochzeitsfloristik. Seit 2005 im Neubrandenburger Bethaniencenter ansässig, gab es hier für die Besucher besonders blumige Anregungen. Ohne Frage zu den wichtigsten Utensilien einer Hochzeit zählen natürlich die Trauringe. Eben diese sowie weiteren Brautschmuck brachte Juwelier Witt aus Neubrandenburg mit nach Rattay. Die große Auswahl ließ so manches Frauenherz höher schlagen. Der Bereich Frisuren war an diesem Tag ganz in der Hand des Haarstudios Clip aus Friedland. Während des Schaufrisierens entstanden hier traumhafte Kreationen. Mit Familie Quast und der Formation One Song for You aus Berlin wurde sowohl Klassik als auch Moderne für festliche Anlässe präsentiert. Da kam selbst Harry Aidner, Direktor des Schlosses, immer wieder ins Schwärmen. Und selbstverständlich hielt das Atelier Doro wieder bezaubernde Hochzeits- und Galamoden bereit. Einen besonders intensiven Eindruck solcher Kleider bekommt man, beziehungsweise Frau, natürlich bei einer Modenschau. Und genau diese gab es an diesem Tag gleich dreimal. Das Alten-Treptower-Unternehmen Zwergenfeier hatte neben Ballondeko auch zwei beeindruckende Gefährte dabei. Zum einen eine weiße Stretch-Limousine und zum anderen eine Kutsche, die sich wie von Geisterhand ganz ohne Pferde bewegt. Auch eine interessante Art, am schönsten Tag des Lebens vorzufahren. Für das leibliche Wohl sowie Anregungen zu Tischdekorationen sorgte das emsige Personal des Schlosses. Viele leckere Angebote bereiteten den Besuchern einen entspannten Aufenthalt. Dass die Mitarbeiter von Schloss Rattay in bester Sonntagslaune waren, zeigte sich bei dem, was eigentlich nur ein Gruppenfoto werden sollte. Spontan kam es zu einem kleinen Schlosskonzert. Angebote, Leistungen und Anregungen gab es zur 9. Hochzeitsgala des Atelier Doro mehr als genug. Und gern wurden diese von den Besuchern angenommen. Es war eine entspannte und familiäre Atmosphäre, die auch auf die Besucher übersprang. Zwischendurch war dann auch mal Zeit für den einen oder anderen Selfie. Denn auch wenn man sonntags auf den Beinen ist, sollte der Spaß nicht zu kurz kommen. Für Aussteller und Besucher gleichermaßen war auch diese 9. Hochzeitsgala ein bleibendes Erlebnis. Und schon geht es rein in die Planung für die 10. Auflage.